schon mal meine Flasche nehmen und mir mal das Schiff geben? Aufstieg habe ich schon. Ansonsten bitte ja, große jetzt, ne? Vorsicht, sind überall auch nochmal Kabelbrocken. Eine ist ja drin, die ist auseinandergehoben haben. Mal kurz erläutert hatte, unser Gleisnetz mal so aufgespannt. Sie sehen ja grüne, rote Gleis, doppelt rote Gleise. Doppelt rot ist eigentlich das Gleis ist gesperrt. Da hat der Fahrdienstleiter also praktisch eine Sperre aufgelegt. Das grüne Baum von den Eisenbahnfreunden Witten. Hallo Herr Kaul. Also ich wollte nur sagen, wir haben eine Viertelstunde Verspätung. Ja, bitte das schon mal zu entschuldigen. Ja. Und können wir machen, ja? Wenn er das möchte. Altstadt. Um 1200 wurde diese abgesteckt mit drei Stadtmauern, mit drei Stadttoren. Und wenn wir da vorbeikommen, werde ich auch etwas dazu sagen und natürlich in der Altstadt was zu den historischen Gebäuden. Wir sind jetzt außerhalb der Stadt in Schmelwitz. Dieser Stadtteil, bis auf diese alten Häuser, wurde 1927 bereits gebaut und eingemeindet. Aber Sie werden gleich diese Plattenbauten sehen, die sind in den 80er Jahren gebaut worden. Ich packe gleich meinen Dienstrevolver aus. Aber lass mal den Zimmer vor, der muss jetzt wieder hinfahren. Und Cottbus zeichnet das aus, dass diese große Stadtmauer von dem Weltmeister der Stadt war. Sie können nämlich jetzt gleich in die schöne Promenade hineinschauen. Man kann diesen Stadtwappen zuschicken. Da drauf in der 20. Jahrhundert heutige eine wunderschöne, eine grüne Anlage, sondern angekommen.
Also macht es gut, ne? Ja. Okay, grüßen Sie nochmal schön. Ja. Schönen Dank. Und viel Spaß, ne? Ja. Über unsere Bahn, ja? Super. Wir sind Frau Alarm? Ja, genau. Grüne Bahn. Hallo. Du bist der Bockwurststresser. Ja, genau. Also gut. Danke, ne? Guten Appetit. Warte doch, wie viel das denn hier ist. Ulla, da haben die eben die Steine hingelegt. Für Metall. Thank you.
Hallo? Hallo? Knauni. Jetzt laufe ich dem Volke mal so richtig ins Bild. Weißt du, das ist nämlich irgendwie mal gut. Hallo! Ihr Bild im Laufer. Ja, aber dann löscht er das und so, wenn er wieder zu Hause ist. Thank you.
Beide nebeneinander stehend auf, nämlich sozusagen Fotoreihe hier.